erschien, großes Potenzial besitzt, wenn man den Lauf der Gestirne betrachtet. Was Testsubjekt 3... Was? Wie sind Sie an den Wachen vorbei? Ich hab Style. Ihre Tätowierung ist Bitch. Sehr ungewöhnlich. Ach, alter Schwede, ist das eine Faltenfresse. Sie erinnert mich an die Höhlenmalereien außerhalb der Stadt, die ich einst studierte. Wer hat sie geschickt? Piero? Der Eifersüchtige. Kein Grund, sein Schoßhündchen zu sein. Sie und ich können uns einigen. Ich kann mehr als das bieten, was Piero Ihnen versprochen hat. Kann man bei dem auch Upgrades kaufen? Ich bin nicht wirklich überrascht. Ich wusste, dass eines Tages jemand kommen würde. Aha. Sie hatte ich nicht erwartet. Ach nein. Gewalt. Wir können gute Freunde werden, Sie und ich. So, während der redet, erstmal ganz kurz hier einen Brief zwischendrin. Scheiße! Der verschwindet dann ja. Setzen und uns unterhalten? Na? Sprechen wir über Ihre Zukunft. Geld, Frauen, was Sie wollen. Von den Sternen können die, die Sie verstehen, viel lernen. Ich kann meine astronomischen Karten konsultieren. Kann man mit Ihnen denn nicht reden? Was? Mit mir? Wer sind Sie? Was wollen Sie? Geld? Elixier gegen die Seuche? Ich weiß nicht, wie Sie all die Wachen überwunden haben, aber ich nehme an, wollten Sie meinen Tod? Nö, dann würden wir uns jetzt nicht unterhalten. Kluges Köpfchen. Was in meiner Macht steht, wenn Sie mich nur gehen lassen. Sie scheinen ein intelligenter Mann zu sein. Also sollten Sie wissen, dass es Auswirkungen haben kann, wenn Sie mir etwas tun. Ich bin der kaiserliche Arzt, Leiter der Akademie. Ja, ja, ja. Bleiben Sie stehen! Haben Sie denn kein Herz? Bitte! Diese Person ist beschäftigt. Überrascht. Ich wusste, dass eines Tages okay, soll ich den jetzt umbringen? Sie hatte ich nicht erwartet. Warum Gewalt? Wir können gute Freunde werden, Sie und ich. War vielleicht jetzt ein Fehler. Ich habe nichts, was ich geben könnte. Vielen Dank. Wer immer Sie sind, er hielt mich in einem Käfig. Wie ein Tier. Die Schmerzen sind unerträglich. Also werde ich mich zurückziehen und gehen, wenn es mir besser geht. Ja, mach das. Ach, jetzt muss ich Sokolov noch mitnehmen. Uiuiui. Das wird ja ein spannender Rückweg. Und ich muss aufpassen, dass ich ihn nirgends runterwerfe. Von daher... Samuel, da unten ist er. Der alte Vogel. Glaubst du, dass du noch gestern Nacht dein eigenes Kommando bekommst? Die Chancen stehen gut. Ah, gut. Alter Schwede. Erst nochmal hier plündern. Lernen, Tank befüllen. Achso, Walöl-Tanks, nee. Die Geheimnisse von Pandysien. Hatte ich das schon? Nee. Auszug aus einem Buch über den fernen Kontinent Pandysien. An der Akademie der Naturphilosophie wird über den pandysianischen Kontinent als ein Ort der Wunder gesprochen, wo das Leben seit Urzeiten wächst und gedeiht und ein buntes Ökosystem hervorgebracht hat, wie es so nirgendwo in der bewohnten Welt zu finden ist. Die Aufseher des Jedermannsordens sprechen hingegen von Schrecken und Ketzerei, von Kulturen, von Untermenschen, die in brutale und perverse Rituale verwickelt sind. Die wenigen, die selbst zum fernen Kontinent gereist und zu den Inseln zurückgekehrt sind, die tatsächlich dort den Erdboden berührt haben, brachten Notizen mit, die von weiten Wüsten, dichten Urwäldern und bizarren Kreaturen erzählten, die der Verstand kaum erfassen kann. In jeder Generation gibt es große Bestrebungen, dort eine Kolonie zu errichten, in der Hoffnung, eines Tages eine Hafenstadt zu erbauen, die selbst dann wohl Konkurrenz machen kann. Aber bislang waren diese Bestrebungen von Wahnsinn und Misserfolg gekrönt. Ist hier drunter noch was? Okay. Cool.
Ha. Peng. Mal schauen. Oh. Ja, diese Minen sind witzig. Gefallen mir. Der überschwemmte Bezirk. Auszug aus einem Bericht über Dunwell, verfasst von Aben Breen, Mitglied der Stadtwache. Bevor die Seuche alles in den Abgrund riss, wimmelte es in Rutshaw nur so vor Anwälten und Geldmachern, die eilig miteinander handelten. Jeder in der Wache wollte in diesen Bezirk und es gab überall erstklassige Frauen. Doch das ganze Viertel wurde vor ein paar Jahren überschwemmt, als die Seuche sich rapide ausbreitete. Menschen erkrankten, niemand arbeitete und die Stadtverwaltung ließ die Dämme verrotten. Als der größte von ihnen brach, begrub der Fluss alles unter sich, so hörte ich jedenfalls. Die vornehme Handelskammer befand sich da, genauso wie Greaves Wahlhaus. Heute leben dort nur noch Ratten und Banden und noch Schlimmeres. Zuletzt wurde der Bezirk von den Hauptmännern als Quarantänestation für Diviner genutzt. Nur ein Symptom der Seuche genügt, schon hat man das sein Bürgerrecht verwirkt. Über die Mauer geht es ab ins Wasser. Her damit. So, dann würde ich mal sagen... Das Buch hatte ich, ne? Nochmal ordentlich Münzen. Kann ich mir gleich wieder schön was kaufen. Nachtsicht an. Würde ich mal sagen. Ach, was, da kann ich nicht durch? Verarschen. Nun gut. Ah, so. Oh. Schön hier bleiben, Sokolov. Ich muss diese Stelle behalten. Er sagt, bringen Sie einen Flascher, ich bringe eine Schlange. Er sagt, bringen Sie Essen, ich bringe Essen. Er sagt, ziehen Sie sich aus, ich ziehe. Zack. Nein. Oder warte mal, wo ist der Schaltkasten hier? Sollen wir uns heute da Abend mit Whisky und Zigarren treffen? Auf der anderen Seite. Hm. Wow, scheiße. Allein schon! Fick dich! Scheiße, Mann, das war schon wieder so blöd von mir. Na los, stopp schon! Attentäter, Hilfe! Behaltet ihn im Auge! Du wirst im Fluss sein! Alter, der macht ja sogar Schaden. Na? Verarschen! Dann halt so. Alter Schwede. Das war aber... nicht... gar nicht mal so unnervig. Sag ich mal. Ups. Alter, wo kommen die Ratten her? Wie krank ist das denn? Schnell weg hier. Alter, nur noch so ein Stumpf da vom Rumpf übrig.
Ah, das hätte ich vielleicht auch aktivieren können hier. Ach, das ist wohl seine Werkstatt hier unten. Meins. Da kann er auch mal leiser schnarchen. Das ist ja mal fast gar nicht nervig. So, zeig mir ein paar Geheimnisse hier. Irgendwas? Ne. Sokolovs Notiz an Hole Creek. Hauptmann Hole Creek, wenn Sie und Ihre Männer morgen kommen, werde ich in meinem Gewächshaus auf dem Dach arbeiten. Ich weiß, dass der Lord Regent von Ihnen verlangt, dass Sie mich auf Schritt und Tritt folgen. Aber ich bitte Sie, mich nicht zu stören. Die Experimente, die ich durchführe, sind sehr empfindlich und, ich muss sie zügig beenden. Sokolov. Gut, ich würde sagen, da unten ist Samuel. Okay, das hier scheint der Fahrstuhlschacht zu sein. Ich werde ihr noch einmal schreiben. Sie muss es verstehen. Was geht da drüber? Zack. Ja, so geht das. So muss das laufen hier. Jetzt schieb ab. So, hier ist noch was drin, sehe ich gerade. Eine Granate, sehr schön. Samuel wartet auf der anderen Seite. Ja, die Zeit, ich bin schon längst drüber über die Zeit, fällt mir dabei gerade ein. Da unten hätte ich auch lang gekonnt, eventuell sogar. Ich werde jedenfalls eben noch kurz das hier beenden. Und wird das entweder splitte ich das dann in zwei Folgen auf oder in eine etwas längere. Mal sehen, wie ich das mache. Ja, das ist angenehm so. Dass sie direkt verschwinden. Da muss ich dran vorbei. Wo ist denn hier Samuel da unten gegangen? Du bringst mich immer zum Lachen. Einmal halb durch den Körper durch hier. Stirb endlich! Alter, ich kaufe mir auf jeden Fall das Upgrade, dass alle verschwinden. Alle Leichen. Das werde ich mir auf jeden Fall holen. All diese Ratten kriechen überall herum. Okay, was macht der da drin? Oder was machen die da drin? Ja, bringt jetzt auch nichts mehr. Oh. Puh! Ja, ich habe Menschen gerettet. So sieht's aus. Ich bin gut. Freundlich, hilfsbereit. Manchmal. So, Samuel, da bist du. Scheinwerfer habe ich aktiviert. Ich habe Sokolov. Der kaiserliche Arzt persönlich. Hervorragende Arbeit. Bringen Sie ihn her, dann legen wir ab.
Okay, an der Stelle unterbreche ich die Aufnahme. Bis zum nächsten Mal.